Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 15, also für die Handelstage vom 9.4. bis 13.4.2018. Wie gewohnt hier jede Woche am Wochenende im Rahmen meiner generellen Vorbereitung auf die Märkte hier fürs Trading für die Woche. Der Blick von mir mit euch zusammen hier auf die Märkte DAX, DAO, S&P, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, Gold und die Ölsorten Brent und WTI. Und ebenfalls wie gewohnt findet ihr unten in der Videobeschreibung entsprechend die Märkte. Dahinter dann eine Uhrzeit, wo die entsprechende Analyse in diesem Video beginnt. Wenn ihr also am Anfang DAX, DAO und S&P vielleicht nicht so interessant findet, mehr den Euro, US-Dollar, britischen Pfund und Gold vielleicht, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung eben exakt dann auf die Märkte, auf die Uhrzeit hinter den Märkten klicken und ihr landet direkt in dem Video hier an der entsprechenden Uhrzeit und könnt euch dann die entsprechenden Analysen entsprechend anhören. Wie gewohnt vorab auch der Risikohinweis, achtet bitte darauf, dass ihr generell mit Stops arbeitet, dass ihr euch den Risikohinweis natürlich durchlest, dass ihr eure Positionsgröße an euer Konto entsprechend anpasst, denn eben je nach Kontogröße muss man natürlich andere Positionsgrößen handeln. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Trading und auch ganz wichtig, dass eben all das, was ich hier sage, was ich gegebenenfalls auch an Setups formuliere, generell meine Ideen sind und definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker JFD habt, dann natürlich gerne auf der Website von www.jfdbrokers.com. Da könnt ihr die diverse Fragen zum Trading und zum Broker natürlich dann erhaschen quasi. Und starten wir dann mit dem Blick auf die Fundamentals für die kommende Woche. Da ist nicht so viel zu erwarten. Also Bewegung generell für alle Märkte jetzt mal ist von den Fundamentals nicht so viel zu erwarten. Wir haben am Mittwoch dann aus den USA Verbraucherpreisindex ex Nahrungsmittel und Energie, also der Jahresblick auf den Verbraucherpreisindex. Das könnte ein bisschen zu Bewegung führen um 14.30 Uhr am Mittwoch, also da so ein bisschen vorsichtig sein und dann am Donnerstag 13.30 Uhr EZB-Accounts, Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates. Da könnte es natürlich auch wieder das ein oder andere Statement hier von der EZB bezüglich der Zinsen geben, also dann am Donnerstag 13.30 Uhr vielleicht auch mit so ein bisschen Bewegung zu rechnen, aber nicht nennen meiner Meinung nach, und dann am Freitag, am 13. April, Freitag den 13. um 8 Uhr der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Auch jetzt meiner Meinung nach nicht so gravierend, gerade wenn er früh um 8 rauskommt, wo ja dann auch der Markt quasi gerade erst anfängt sich zu bewegen, weil ja die Futures dann um 8 Uhr starten und da eben das Kernvolumen, die Kernbewegungen losgehen. Somit sollte da jetzt auch nicht so viel Bewegung sein. Vorab auch noch ein wichtiger Punkt. Ich bin am Freitag hier für JFD Brokers auf der Invest beim Live-Trading. Also wer da Lust und Laune hat, der ist natürlich gerne eingeladen, zur Invest zu kommen. Auch dann mehr gerne mit dem Chris Kämmerer oder mit mir dann auch mal persönlich zu sprechen oder hier dabei zu sein beim Live-Trading. Denn die Livestreams, die ich ja gewohnt hier am Morgen, das DAX Long oder Short mache oder auch am Nachmittag die US Opening Bell, wird am Freitag dann von meiner Seite leider nicht stattfinden, weil ich ja da beim Live-Trading auf der Invest bin. Okay, starten wir mit den Märkten, starten wir mit dem DAX, mit dem Blick auf den DAX, und hier ist es ja prinzipiell in der vergangenen Woche, wir hatten ja Ostern, wir hatten Donnerstag, den letzten Handeltag vorletzte Woche, starteten dann diese oder vergangene Handelswoche mit dem Dienstag und es ergab sich ja ein kleines Gap, weil die US-Märkte dann am Montag schon gehandelt haben, wo wir noch frei hatten, etwas abgegeben haben, somit hier der DAX dann etwas tiefer eröffnet. Fand dann am Montag und auch ja eigentlich primär am Montag, Dienstag, Entschuldigung, nicht am Montag, Dienstag nicht die Stärke, hier erstmal dieses Gap zum Beispiel zu schließen, sondern ist zwar leicht aufwärts tendierend unterwegs gewesen, aber nicht wirklich doll. Wir hatten zwar hier mal den ein oder anderen Long-Versuch, da ist nicht so viel bei rumgekommen und dann klappte hier am Mittwoch der Markt nach unten weg. Hier waren interessante Möglichkeiten auf der Abwärtsseite und wir erreichten exakt hier das Unterstützungsniveau 800, um dann am Nachmittag mit dem Start der US-Märkte hier wirklich eine Rallye hinzulegen, die sich dann im DAX auch am Donnerstag fortführte, was dann schon in der Analyse auch schon von meiner Seite dann berichtet, im Dow Jones gar nicht so am Donnerstag umzusetzen war. Der Dow Jones am Donnerstag zwar nicht nennenswert schwach, aber auch nicht so stark, wie der DAX dann das am Donnerstag dann weitergeführt hat, hier den Start vom Mittwoch, und am Freitag dann mit leichten Abgaben der Markt, aber der DAX sich auch noch relativ stark gehalten, wo der Dow Jones dann schon wieder etwas weiter nach unten weggebrochen ist. Und im Endeffekt, der DAX leicht im Plus in der vergangenen Handelswoche, der Dow Jones und die US-Märkte generell leicht im Minus, also hier schon so eine leichte kleine Differenz bezüglich der Vorzeichen hier der Märkte. Und der Blick für die kommende Woche werde ich hier mal einzeichnen, was ich jetzt hier
bezüglich meiner Analyse gegebenenfalls erstmal in der Art und Weise handeln wollen würde. Also prinzipiell sind wir natürlich stark seit Mittwochnachmittag. Das ist erstmal prinzipiell klar. Aber wir wissen auch, dass wir hier oberhalb des 350er Bereiches, also knapp oberhalb der vergangenen, der Vorwochenhochs quasi, diesen wichtigen Bereich haben, der da eben eine Seitwärtszone darstellt. Das habe ich immer wieder angesprochen und das ist auch nach wie vor so. Zwischen 350 und 500 war in der Vergangenheit hier des Öfteren eben diese Seitwärtszone zu beobachten, wobei sich beim letzten Mal, wo der Markt in diese Seitwärtszone gelaufen ist, dann eigentlich dieser 450er Bereich hier oben als Widerstand dargestellt hat. Somit ist das auf jeden Fall, das zeichnen wir hier mal lila ein, weil das jetzt für die kommende Woche für mich persönlich ein nicht zu verachtender Bereich ist. Ich achte gar nicht mehr so stark auf den 500er Bereich auf der Oberseite, sondern nehme mir jetzt hier schon mal den 450er Bereich als wichtigen Bereich, den ich jetzt hier für meine Analyse verwende. Prinzipiell zeichne ich einen zweiten Bereich hier ein und das ist in etwa die Marke um 250, also 12.250, da zeichne ich mal rüber, das ist in etwa dieser Bereich. Der sollte für die kommende Woche erstmal für mich persönlich der richtungsentscheidende Bereich sein. Also alles, was sich jetzt aktuell darunter befindet, wir vergessen nicht, die US-Märkte, schauen wir uns ja gleich an, die sind schon etwas stärker am Drücken nach unten, also da kann es durchaus sein, dass der Druck nach unten sich weiter fortsetzt, somit natürlich dann auch der DAX nach unten kommt. Also ist unter dem 12.250er Bereich, da sind wir ja mit dem Schlusskurs jetzt hier gerade mal 70 Punkte darunter, aber darunter würde ich nach wie vor jetzt, oder nicht nach wie vor, sondern würde ich auf jeden Fall schauen, vielleicht auch nochmal bei einem kleinen Hochläufer, aber hier generell mir die Abwärtsseite anzuschauen. Interessant sind ja auf jeden Fall Bereiche, zum einen natürlich, dass dieser Schlusskurs vom Donnerstag vor Ostern, der ist jetzt nicht zu verkennen, der kann hier als kleines unterstützendes Niveau definitiv gesehen werden, beziehungsweise auch noch dann die bekannten Marken 12.100, 12.070, das ist in etwa dieses Niveau, wo jetzt der Pfeil hier sitzt, Moment, das zeichne ich nochmal ein, das sind natürlich dann immer alles Unterstützungsniveaus und jetzt ist es für die kommende Woche auch nach wie vor noch interessant, solange wir uns noch oberhalb von 12.000 bewegen. Wie gesagt, prinzipiell würde ich hier unterhalb von 12.250 die Abwärtsseite handeln. Und das ist auch das, was ich erstmal bevorzugen würde. Aber nicht zu verachten und nicht aus den Augen zu verlieren, ist trotzdem, wir sind ja stark aufwärts gewesen. Und wenn die US-Märkte auch wieder nach oben drehen oder auch vielleicht erstmal nochmal einen Tag abgeben, dann sind diese wichtigen Unterstützungsniveaus, die wir teilweise in den Märkten haben, die wir auch in der normalen Darstellung, die ich ja hier immer für das DAX Long oder Short nutze, auch für den US Opening Bell, wo ja noch mehr Widerstände und Unterstützungen drin liegen, die ich dann immer nutze, dann sind an den wichtigen Unterstützungen definitiv dann auch, je nach Situation, das muss man situativ entscheiden, aber auch Long-Überlegungen drin, die ich dann auch gegebenenfalls handeln würde über 350, zumindest erstmal in Richtung 350 und dann hier vielleicht dann auch einen Rücksetzer in den 350 bis 500er Bereich rein, in dem ersten Läufer Richtung 450. Dann aber vorsichtig, also wenn man hier die Möglichkeit hatte, in diesem Bereich rein zu handeln, vielleicht auch hier den ein oder anderen Gewinn mitnehmen konnte, dann erstmal vorsichtig, weil dann ist es denkbar, dass wir uns hier erstmal wieder so ein bisschen auspendeln. Ja, vielleicht sogar wieder drunter brechen, dann müsste man mal schauen, wo sich da vielleicht dann wieder Short-Szenarien ergeben, aber prinzipiell ist das dann möglich, dass wir hier seitwärts pendeln und wenn wir uns hier so ein bisschen ausgependelt haben und der Markt Kraft geschöpft hat, bin ich durchaus auch gewillt, dann diesen Break über 450 in Richtung 500 beziehungsweise in Richtung 600 und 660. Das sind so die wichtigen Bereiche, wo man eben dann auch die Long-Seite handeln kann und wo es durchaus auch dann einen Tag geben könnte, wie es vergangene Woche Mittwoch oder auch Donnerstag war, wo dann wirklich sich so ein schöner, sauberer Tag nach oben eben hier ergibt, weil da kommen diverse Widerstandszonen, wo auch dann übergeordnet diverse Stops liegen können, die den Markt dann immer weiter nach oben ziehen. Ja, das so erstmal die generelle Überlegung, aber wir sind ja aktuell unter 12.250, somit wie gesagt erstmal die Abwärtsseite, wenn wir dann unter den 12.000er Bereich kommen, beziehungsweise knapp drunter, dann wird es auch langsam immer interessanter dann auf der Abwärtsseite und da sind wir ja auch, wenn es schnell geht, sind wir ruckzuck innerhalb von einem Tag oder so wieder an dem 12.000er Bereich und definitiv darunter wieder Richtung 850, wieder Richtung 800
Und dann, wenn der Dow Jones, der schon in der Nähe seiner Jahrestiefs ist, der ist da gar nicht mehr so weit weg, der DAX ist hier im Verhältnis zum Dow Jones noch ein ganzes Ende weg von seinen Jahrestiefs, dann ist es hier auch denkbar, dass es dann auch mal wieder auf der Abwärtsseite kesselt, ja, und hier eben ein bisschen Druck nach unten aufkommt. Also das wäre jetzt dann auch nochmal die übergeordnete Überlegung, wenn wir die Schwäche sehen, wenn wir dann eben vielleicht Montag, Dienstag schon den Weg nach unten einschlagen, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass wir dann die Jahrestiefs auch durchschreiten. Und hier auf der Unterseite definitiv der 11.600er Bereich interessant ist. Da kommt aus der Vergangenheit so in etwa das nächste Kernunterstützungsniveau knapp darüber, dann schon mal leichte Unterstützung. Aber der 600er Bereich auf der Abwärtsseite durchaus hier dann denkbar. Und das die Analyse zum DAX. Kommen wir zu den US-Märkten, wie ich es ja eben schon erwähnt habe. Wir starten mit dem Dow Jones wie gewohnt. Und der Markt hier auch erstmal sehr, sehr choppy gewesen. Wir hatten hier diverse Ideen auf der einen und anderen Seite im Prinzip entwickelt. Aber schaut mal, wir haben hier, ich zeichne das mal kurz ein, um jetzt nochmal den Unterschied mit einem dicken Punkt hier. Also das war der Schlusskurs Donnerstag vergangene Woche. Das war der Bereich. Moment, ich wollte eigentlich keinen Pfeil, sondern einen dicken Punkt machen. Also das war der Bereich Schlusskurs am Donnerstag vor Ostern. Dann wie gesagt, der Dow Jones ja schon am Montag nach Ostern, also unser Ostermontag hier schon am Arbeiten gewesen. Und da hat sich dann hier diese Abwärtsbewegung entwickelt, die im Prinzip dazu führte, dass der DAX dann auch mit diesem Gap nach unten eröffnet hat. Ja, und dann kam hier eben der Dienstag leichte Erholung, am Mittwoch dann nochmal der Break hier oder der Rutsch nach unten in der Nachtsession. Ja, das war da, wo der DAX dann auch nach unten kam und dann in der Hauptsession aber diese starke Bewegung nach oben, wobei dann hier am Donnerstag nicht mehr so viel passierte, wie ich es eben erwähnte. Also der Donnerstag gar nicht mehr so stark gewesen, mehr seitwärts tendierend und dann kam im Vergleich zum DAX, der ja dann am Freitag, naja, nicht ganz so doll nachgab, kam hier eben der Rutsch nach unten im Dow Jones und das bedeutete, dass der Markt prinzipiell in der Wochenperformance hier im Minus endete. Ja, und der DAX ja noch leicht im Plus endete. Also hier schon so ein bisschen erneut so die Tendenz erstmal aktuelle Situation gegebenenfalls abwärts, was dazu führt. Ja, und dann schieben wir das Bild jetzt mal wieder so ein bisschen zusammen, um hier die Levels entsprechend erstmal charttechnisch auszumalen. Also prinzipiell natürlich, wie es eben erwähnte, der Markt, Moment, hier mal erstmal wieder die entsprechenden Stärken einzeichnen, der Markt in der Nähe seiner Jahrestiefs, wir sind ja hier unten knapp unter dem, oder im 23.400er Bereich, haben wir ja knapp darunter unsere Jahrestiefs, die jetzt quasi in greifbarer Nähe sind. Und ich denke auch, dass es eben prinzipiell erstmal natürlich psychologische Marke auch immer ganz wichtig, der Bereich 24.000. Ich würde jetzt hier erstmal als richtungsentscheidenden Bereich für mich persönlich, wir hatten diesen Bereich ja auch schon mal erwähnt, das ist so in etwa die Marke um 24.100. Also sollte der Dow Jones, solange wir uns unter 24.100 bewegen, wäre ich jetzt erstmal mehr der Abwärtsseite oder mehr geneigt, die Abwärtsseite zu handeln, vielleicht auch wieder nach leichten Erholungen, dann immer schauen, dass man entsprechend die Abwärtsseite erwischt, in Richtung natürlich erstmal der Jahrestiefs, das ist ja dieser graue Bereich, in der Mitte der blaue Strich, das ist so der 23.400er Bereich, also in die Richtung ist es durchaus denkbar und dann entscheidet es sich, in welche Richtung es weitergeht. Wir können dann, müsste man schauen, wie die Situationen aussehen, wann wir dort landen, ob es zu einem, weiß ich, am Abend ist oder dann vielleicht dann auch mal am Morgen wir schon da unten sind, dass man dann vielleicht auch hier vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig, dann auch mal antizyklisch nochmal in Long-Richtung handeln kann, da der Dow Jones ja so volatil ist und hier teilweise am Tag 400, 500, 600 Punkte sich bewegt, sind natürlich antizyklische Überlegungen im Daytrading trotzdem interessant und selbst ein Rückläufer aus dem 23.400er Bereich hier, zum Beispiel an dieses Tief, so wie ich es gerade eingezeichnet habe, das sind mal schnell 400, 500 Punkte und wenn man hier eben aktuell so im Bereich zwischen 60 und 90 Punkten beim Stop liegt und dann hier eben ein Ziel mal schnell von 300, 400 Punkten hat, hat man trotzdem ja immer noch ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Somit bin ich dann auch hier im Dow Jones noch etwas mehr gewillt, dann auch mal antizyklisch zu handeln. Aber prinzipiell, wie gesagt, unter 24.100 hier die Abwärtsseite, dann auch mit dem Kerngedanken, wenn wir wirklich etwas schärfer auf der Abwärtsseite moven sollten, dann ist es hier denkbar, dass wir neue Tiefs ausbauen, dass wir die 23.000er Marke realistisch erreichen können. Und das kann dann auch ebenfalls wieder relativ zügig gehen. Sollten wir jedoch dann eben den 24.100er Bereich nach oben
durchschreiten, dann erstmal Vorsicht. Ich würde hier ungern sofort sagen, okay, jetzt ist wieder alles auf der Long-Seite, sondern wir hatten hier auch so ein paar Bereiche in der letzten Woche eben für uns markiert. Also ich würde hier erstmal vorsichtig sein bis in den 24.350er Bereich. Das sind immerhin so 250 Punkte, wo auch hier so eine kleine Vorsichtszone entsteht, wo der Markt sich dann erstmal entscheiden muss. Und wenn wir hier über diesen Bereich rüberkommen, dann würde ich dann wieder etwas schärfer. Das ist so ein Bereich, den hatten wir dann auch schon mal hier markiert. Also der Bereich um die Marke 24.400 so in etwa. Wenn wir da drüber gehen, das ist auch zusätzlich dann nochmal hier dieser Bereich, dieses Tiefs hier, das ist der Bereich dieses Hochs. Also wenn wir das dann nennenswert überschreiten, dann wird die Long-Seite wieder interessanter und auch definitiv dann interessanter für Handlungen in Richtung des Vorwochenhochs, was wir hier erreicht haben in dem Bereich 24.600, 650. Das ist so der Bereich. Und wenn wir dann es schaffen, hier eben Stärke zu behalten, dann ist es auch schnell denkbar in Richtung 24.800. Ich würde jetzt vielleicht nicht sofort den 25.000er Bereich für die kommende Woche anvisieren wollen, weil die Aufwärtsseite es definitiv etwas schwieriger hat als die Abwärtsseite. Also ich würde hier dann wirklich vorsichtig sein und etwas defensiver mit der Zielsetzung herangehen und erst im dritten oder vierten Schritt dann eben auch die 25.000 als realistisch ansehen. Ja? Generell wissen wir ja, Aufwärtsphasen sind immer etwas behäbiger als Abwärtsbewegungen und auch gerade in den letzten Wochen hat es sich gezeigt, dass die Abwärtsbewegungen teilweise relativ schnell vonstatten gehen und der Markt dann eben doppelt oder dreimal so lange braucht, um diese Bewegungen, die Abwärtsbewegungen dann teilweise wieder zurückzuerobern. Also prinzipiell sollte somit die Aufwärtsseite ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Die Levels sind hier klar und wir kommen dann in ähnlicher Ausführung ja zum S&P. Und jeder, der jetzt erst anfängt zuzuschauen, weil ihn der S&P interessiert, sollte sich auf jeden Fall nochmal kurz vorher auch den Dow Jones anhören. Das sind ja immer nur 5, 6, 7, 8 Minuten jeder Markt. Also das auch nochmal wichtig, weil im Endeffekt der Dow Jones und S&P tendenziell ähnlich laufen. Wir haben, beides sind US-Indizes, beide pushen nach unten, wenn es eben schlecht ist, und beide pushen mehr oder weniger nach oben, wenn es gut läuft. Klar, immer mit so kleinen Unterschieden, aber prinzipiell ist eben der Kern ähnlich. Und wenn man hier die Analyse dann im S&P macht, Moment, ich ziehe das nochmal zusammen, dann sehen wir erstmal prinzipiell genau ein ähnliches Bild wie im Dow Jones. Der Markt ist hier schon mittlerweile in der Nähe der Tiefs, beziehungsweise hier in der Nähe der Jahrestiefs. Da ist nicht mehr so viel Luft nach unten, bis wir diese wieder erreicht haben. Etwas mehr zwar noch als im Dow Jones, aber wir sind auch hier in der vergangenen Woche. Wir hatten hier im Prinzip in diesem Bereich hier oben den Eröffnungskurs am Montag und sind dann hier definitiv ja auch ganz klar für die Woche, für die vergangene Woche im Minus geschlossen, der DAX ja leicht im Plus geschlossen, also hier auch die Vorzeichen etwas negativer und prinzipiell auch hier die Wahrscheinlichkeit nicht zu verkennen und definitiv realistisch, dass wir zum einen hier den 25.550er Bereich anlaufen, beziehungsweise dann auch relativ zügig hier in diese Bereich der Jahrestiefs laufen können, wobei man hier immer schauen muss, ob es hier teilweise die Tiefs in der Kernhandelszeit passierend sind oder in der Nebenhandelszeit. Das ist schon immer noch mal wichtig. Da sollte man mal so ein bisschen so ein Auge drauf haben, dass man hier eben die Zielbereiche im Feintuning so ein bisschen anpasst. Das ist ja teilweise im S&P, Dow Jones, da laufen ja die Futures auch durch, aber da muss man immer mal so ein bisschen unterscheiden. Ist eine Bewegung, ist ein Extrempunkt zwischen 15:30 Uhr und 22 Uhr unserer Zeit passiert, also in der Kernhandelszeit des Marktes oder in der Nebenhandelszeit. Das hat schon noch mal teilweise Relevanzen und da sollte man hier gerade, oder das weiß ich, dass hier gerade diese Tiefpunkte eben sich nochmals dann etwas verschieben, hier gerade für die Zielsetzung wichtig. Okay, also prinzipiell der Markt auch hier, der S&P erstmal abwärts tendierend, hatte auch hier Mittwoch und Donnerstag seine starken Tage in der vergangenen Woche. Das wurde aber relativ schnell wieder relativiert und der Markt kam wieder zurück. Auch hier ist jetzt eben so eine Linie im Sand, die definitiv für die kommende Woche interessant ist. Ich würde hier, oder habe mir das hier mal so analytisch angeschaut, dass der Bereich um knapp über 2630, das ist in etwa dieser Bereich, der für mich für die kommende Woche interessant ist. Solange wir da drunter bleiben, und wir haben auch hier, das hatte ich dann schon mal eingezeichnet, eigentlich im S&P
das ist im Dow Jones nicht ganz so eindeutig, haben wir eigentlich so eine Schiebezone ebenso. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut und hier dann entsprechend mal guckt, dann ist der Markt in diesem Bereich doch relativ zügig ebenso hin und her gependelt, ebenso nach unten und nach oben öfters mal ausgebrochen, aber war eigentlich die meiste Zeit hier, oder sehr, sehr oft, nicht die meiste Zeit, vielleicht sogar die meiste Zeit, aber sehr, sehr oft auf jeden Fall in diesem Schiebezonenbereich. Generell würde ich sagen, unterhalb von 2630 ist die Abwärtsseite nach wie vor interessant, aber es kann jetzt auch sein, dass wir wirklich diesen Bereich oben anlaufen und dann erst den Satz nach unten machen oder uns dann auch in diesem Bereich hier erstmal auch noch wieder so ein bisschen hin und her bewegen, bevor dann vielleicht der Bruch nach unten kommt, aber trotzdem unter der 2630 erstmal prinzipiell die Abwärtsseite interessant und die würde ich auch primär erstmal auf dem Fokus haben, wobei ich eben hier in dem Bereich vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger bin, teilweise vielleicht lieber mit einer Triggermethode agiere, als dann direkt Limits an bestimmten Widerständen in den Markt für die Abwärtsseite zu legen. Also hier dann noch ein bisschen eben abwarten. Und sollten wir jedoch dann auch hier wieder darüber laufen, also den 30er-Bereich nach oben durchschreiten, dann muss man mal gucken. Wir sehen, dass hier dann relativ zügig dreimal, Moment, das ist ein bisschen blöd gezeichnet, aber so. Zack, wir haben hier dreimal so einen Hochpunkt. Etwas über dem Bereich 30, beziehungsweise ist es dann schon der 60er-Bereich. Diese Zone sollte jetzt hier auch für die kommenden Tage, wenn wir denn wieder dahin laufen sollten, ja, also dieser Bereich hier, der sollte wirklich sehr, sehr interessant werden. Somit klar, man kann über 30 dann natürlich auch in diese Richtung mal handeln. Ja, weil es ist durchaus denkbar, dass wir erneut dorthin laufen. Also wenn man hier in dem 30er-Bereich irgendwo knapp darüber einen schönen Einstieg bekommt, dann kann man natürlich da hoch handeln, weil es sind ja locker auch mal 20 Punkte. Ja, wir haben ja hier das übergeordnete Bild, das Big Picture sozusagen. Also das ist durchaus denkbar, aber ich bin dann immer nur ein Freund, wirklich nur einmal diese Richtung zu handeln. Wenn man da dabei ist, hat man Glück, wenn man nicht dabei ist, hat man Pech, weil dann kann es natürlich sein, dass wir uns hier auch erstmal vielleicht wieder so ein bisschen fangen, vielleicht sogar dann wieder nach unten wegbrechen und so richtig schön, so richtig klar und mit dickem Pfeil gezeichnet wird es dann eben interessant, umso stärker wir eben nach oben wieder kommen, den Bruch nach oben finden, um dann hier eben auch etwas klarer die Long-Seite wieder zu handeln. Ja? Also wie im Dow Jones, aktuelle Situation, wir sind halt in den letzten anderthalb Tagen schwach gewesen oder 2 Tagen schwach gewesen und erstmal rechne ich da mit der Fortsetzung dieser Schwäche, somit auch unter dem 30er-Bereich, erstmal der Fokus mehr auf der Abwärtsseite und sobald wir über bestimmte Levels kommen, wird es auch ähnlich im Dow Jones, ähnlich im DAX und hier auch im S&P eben dann auf der Aufwärtsseite interessanter. Weil dann eben, ja klar, das charttechnische Bild immer mehr aufwärts wird, wir überschreiten wichtige Hochmarken und dann wird es eben charttechnisch interessanter für die Aufwärtsseite. Kommen wir zu den Währungen. Als allererstes mein bester Freund der Euro-US-Dollar. Ich muss ja immer mit einem kleinen Schmunzeln diese Analyse beginnen, denn ich bin ja mittlerweile so weit, ich erkläre das ja dann auch immer in den Livestreams, gerade hier der Euro-US-Dollar dann in der US-Opening-Bell, jetzt dann um 15:45 Uhr hier täglich auf dem GFD-Brokers YouTube-Livestream-Kanal sozusagen. Und ich habe hier jetzt schon erwähnt, dass ich mittlerweile von meiner normalen Positionsgröße nur noch ein Viertel handle hier im Euro-US-Dollar. Das hat den generellen Hintergrund, dass wir eben in einer sehr, sehr volatilen Seitwärtsphase zwar, aber in einer sehr, sehr, also in einer Seitwärtsphase uns befinden. Moment, das soll nicht ganz so fett werden. Wir haben prinzipiell hier obere Grenze ungefähr der 1,25er Bereich, untere Grenze der Bereich 1,22. Das ist eine volatile, weil es sind immerhin 300 Pips, aber es ist eine nicht zu verkennende und sehr, sehr ungünstig im Moment zu handelnde Seitwärtsphase. Und man muss diese immer wieder erwähnen, logisch, klar, weil sie ist nun mal vorhanden. Wir haben auch mal saubere Trendbewegungen in dieser Bewegung gehabt, die dann aber teilweise immer nur wirklich mal kurzzeitig von Interesse waren und mal auch kurzzeitig ausnutzbar waren. Aber meistens war nach anderthalb Tagen der Dampf schon wieder raus, sei es auf der Aufwärtsseite oder auf der Abwärtsseite und wir haben wieder den Turnaround geschafft, dann ging es wieder mal in die andere Richtung, dann kam hier mal wieder ein Wechsel, also wir sehen das hier, dass es wirklich sehr, sehr unsauber ist und sowas merkt man relativ zügig, dass eben die Luft dann raus ist und ich weiß es gar nicht mehr, wo es genau war, aber es war auf jeden Fall im
am Anfang schon, wo ich dann in etwa, ich mache mal so einen lilanen fetten Pfeil rein, wo ich dann gemerkt habe, okay, so richtig will das Ding nicht. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, ich sage jetzt mal hier irgendwo, war es so, wo ich gesagt habe, okay, ich handle jetzt hier, vielleicht war es auch ein bisschen später, ich weiß es nicht mehr genau, ich handle jetzt hier nur noch die Hälfte der Positionsgröße, weil dieses charttechnische Bild im Gegensatz zu der sauberen, sehr, sehr sauberen Aufwärtsbewegung hier am Anfang, wo es wirklich schön nach oben ging und erstmal ja auch diese Aufwärtsseite noch weiter fortgeführt wurde. Hier war noch alles klar, hier konnte man noch schön sauber die volle Positionsgröße handeln, wenn man eben auch wirklich schön trendfolgend handeln konnte. Und dann wurde das Bild zunehmend immer unsauberer. Sprich, irgendwann sage ich mir dann aufgrund dessen, dass das Chart, die Chart-Grundvoraussetzungen nicht mehr so schön sind, die Trendgrundvoraussetzungen nicht mehr so schön sind, dass ich dann nur noch die Hälfte meiner Positionsgröße handle. Und jetzt, in der vergangenen Woche, ich glaube dann schon am Donnerstag, habe ich gesagt, okay, jetzt, das Ding will einfach nicht. Das will weder nach unten raus noch nach oben raus. Wir hatten dann hier die Abwärtsseite im Visier. Ich hatte dann zwar auch einmal einen schönen Trade auf der Abwärtsseite nochmal produzieren können, hatte auch hier auf der Longseite erstmal vorletzte Woche einen schönen Trade mitnehmen können, aber gerade jetzt in der vergangenen Woche dann auch mal zwei Trades, die im Minus gelandet sind. Zwar kleine Verluste, aber es macht ja trotzdem keinen Spaß. Hinzu kommt noch, dass hier im Euro-US-Dollar eben die durchschnittliche Tagesschwankung, wenn man hier mal auf dem Tageschart schaut und sich hier unten die ATR anschaut, dann sieht man hier eine Tendenz, die nach unten läuft. Und da gucken wir mal, aktuell sind wir im Bereich um 70 Pips, also der Euro-US-Dollar bewegt sich am Tag aktuell nur noch durchschnittlich um die 70 Pips. Das ist nicht viel. Wenn man im Daytrading unterwegs ist und nur eine Tagesschwankung, auch inklusive Nachtsession und allem drum und dran, von nur noch 70 Pips hat, dann bleibt für die Hauptsession da gar nicht mehr so viel übrig. Und dann ist es immer schwieriger, umso kleiner die Schwankung am Tage wird, umso schwieriger wird es natürlich auch nennenswert, irgendwo Gewinne zu produzieren. Das ist prinzipiell nicht ganz so schlimm, wenn wir uns in einer Trendphase befinden. Also hier in Aufwärtsphasen wird tendenziell auch ganz, das ist Natur der Sache, dass die ATR auch sinkt. Aber wenn wir prinzipiell eine Aufwärtsphase haben, dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn wir eine Seitwärtsphase haben und dann auch noch eine sinkende ATR, also wenn wir hier diese Seitwärtsphase haben und dann noch diese sinkende ATR, dann macht das Ganze einfach keinen Spaß. Weil man hat weder Bewegung noch eben Schwankung am Tage. Da fehlt alles, was ich als Trader benötige. Und dann wird es halt immer schwieriger zu handeln. Somit bin ich jetzt hier erstmal, dass ein bisschen länger die Ausschweifung generell hier eben, dass ich nur noch sehr, sehr kleine Positionsgrößen handle, weil es einfach aktuell, und das zeigt auch das Trading bei mir zumindest, immer schwieriger wird, hier nennenswert Gewinne zu produzieren. Generell sind wir allerdings, und diese Analyse behalte ich auch erstmal bei, dass ich mir sage, okay, zwischen den Bereichen oder hier in dieser Seitwärtszone, die wir jetzt dann in der Seitwärtszone auch noch haben, ich zeichne das jetzt nochmal ein. Das ist aber die ähnliche Analyse wie in den vergangenen Wochen auch. Wir haben hier den 23,50er Bereich auf der Oberseite und wir haben hier auf der Unterseite den 22,75er Bereich in etwa 22,80. In diesem Bereich hat sich ebenfalls der US-Dollar dann auch nochmal relativ oft aufgehalten. Mal mit dem Break nach unten, dann wieder hin und her gependelt, mal mit dem Break nach oben, dann wieder hin und her gependelt, nochmal der Break nach oben, wieder erstmal hin und her gependelt. Ja. Immer mal kleinere Ausreißer auch nach oben und nach unten. Jetzt mal wieder der größere Ausreißer und jetzt wieder exakt hier der Test dieses Bereichs. Und jetzt sind wir leicht darunter wieder. Also exakt eigentlich an der Grenze jetzt zum Freitagabend hier wieder rangelaufen. Was da bedeutet, auch in Zukunft. Mach den Pfeil mal ein bisschen kleiner, Moment. Also wenn wir wieder in diese Seitwärtszone reinlaufen, und das ist immer so, dass ich komme mir schon immer vor wie der Papagei, aber es ist einfach so, zumindest ist das meine Analyse und auch mein Trading zeigt mir das Feedback oder gibt mir das Feedback, dass einfach hier in diesem Bereich wieder erneut mit Vorsicht zu agieren ist. Man kann Range-Strategien handeln, was da bedeutet, dass ich versuche, solch eine Range in der Unterseite zu bekommen und sie nach oben handle, beziehungsweise wenn man oben ist, dass man dann diese Range nach unten handelt. Das sind Range-Strategien, allerdings eben immer etwas schwieriger umzusetzen, weil in dieser Seitwärtszone auch manchmal die Schwankungen kleiner sind und dann macht das Ganze einfach keinen Spaß. Sollten wir erneut nach oben ausbrechen, aber da brauche ich dann eben wirklich einen nachhaltigen Punkt. Idealerweise möchte ich es sogar sehen, dass dieser 23,70er Bereich hier oben
dass wir da auch noch drüber kommen. Also wenn wir jetzt wirklich nach oben gehen sollten, und schauen wir mal, welche Farbe wir nehmen. Also wenn wir jetzt wirklich nach oben hier gehen sollten, ja, dann trotzdem erstmal noch vorsichtig, und dann würde ich anfangen, langsam dann auch wieder so ein bisschen die Long-Seite zu favorisieren. Das ist dann ähnlich, wie wir es hier schon mal hatten, und auch ich in dass diese Überlegung, die dann hier stattgefunden hat, konnte ich in Perfektion nach oben umsetzen. Ja, das war auch der einzige gute Trade auf der Long-Seite, oder der beste Trade auf der Long-Seite, den ich hier in den letzten Wochen irgendwo umsetzen konnte, und der hier erstmal auch dafür sorgte, plus nochmal ein Abwärtstrend, der sehr, sehr gut war, der trotzdem meine Performance für den Euro-US-Dollar in den letzten Wochen noch gut am Leben hält. Aber eine ähnliche Situation würde ich dann nochmal handeln, weil es erneut denkbar ist, dass wir wenigstens in den 24-25er, 24-50er Bereich laufen. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob der Markt erneut irgendwo es Situationen gibt oder Gründe gibt, ob wir nachhaltig die Kraft dann nach oben finden oder der Markt erneut, und wie gesagt, wir sind ja übergeordnet trotzdem noch in der Seitwärtsphase, erneut dann erstmal wieder den Weg nach unten einschlägt. Untere Seite ähnlich. Der Bruch nach unten, ich würde ihn allerdings etwas aggressiver handeln als die Aufwärtsseite. Hier würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, wir sind ja hier vorne, gleich Montag mal schauen, wo befinden wir uns? Vielleicht sind wir eben schon leicht wieder auf der Abwärtsseite unterwegs, sind vielleicht sogar schon in dem Bereich 22,60. Dann bin ich hier gewillt, erneut unterhalb von dem Widerstandsniveau 1,22,80 hier die Abwärtsseite zu handeln. Das habe ich dann immer wieder versucht, auch in der vergangenen Woche. Dann war es, wie gesagt, ein Fehltrade mit, ich glaube, 12 Pips Risiko oder sowas. Dann hatte ich einen Trade, da konnte ich mein Risiko ein bisschen reduzieren. Oder der vorige war 17, dann war der nächste 10 minus. Also das sind kleinere Werte, aber ich würde es hier gerne nochmal versuchen in Richtung 22. Wir haben diesen Bereich, zwar was mein Zielbereich erstmal war, annähernd erreicht, aber es ist durchaus denkbar, dass wir nochmals erneut nach unten kippen. Und dann wird es interessant, wenn wir das jetzt nochmal schaffen. Irgendwann bricht der Markt einfach mal auch aus so einer Seitwärtszone aus. Und ich weiß, das können wir auch gleich nochmal, bevor wir auf zum britischen Pfund wechseln, hier eben uns anschauen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall nach unten hier Luft gibt und dass da dann der Bereich 1,21 schnell 1,21 und auch 1,2050 schnell erreicht werden kann. Somit ist dann das auf der Abwärtsseite auch interessant. In Kombination mit dem Break, dass der Markt dann hier aus dieser ewigen Seitwärtszone ausbricht. Und schaut mal, diese schnelle Bewegung hier nach oben, das ist eine Bewegung, die oft mit wenig Volumen vonstatten geht. Und das ist dann genau so eine Bewegung, wie sie da nach oben stattgefunden hat, in einer ähnlichen Ausprägung dann auch nach unten stattfinden kann. Ja, schaut mal, diese Aufwärtsbewegung, ja, die dann nach unten stattfindet. Somit der Bruch der 22er-Marke schnell in den Bereich 2050. Ja, das kann durchaus schnell passieren. Und das wäre dann hier im Euro-US-Dollar auch eigentlich in Summe das Interessanteste. Und das wäre dann auch, wenn wir die 1,22 nach unten hier wieder erreichen, wenn wir hier durchbrechen, dann würde ich auch meine Positionsgröße wieder anheben. Solange wir hier drinnen bleiben, bleibe ich nach wie vor jetzt bei dieser Viertel meiner Positionsgröße. Und dann kommen wir mal etwas in kleinerer Ausführung, weil wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde hier Analyse, Trading-Woche-Analyse. Kommen wir zum britischen Pfund. Jeder, der sich diese Analyse jetzt anschaut, sollte sich vorab mal kurz den Euro-US-Dollar anhören. Wir haben im Euro-US-Dollar ja so eine Seitwärtszone, das habe ich in einer ausführlichen Ausprägung gerade erläutert. Und wir haben es etwas sauberer im britischen Pfund. Also prinzipiell sieht man das hier klar, dass der Markt ja übergeordnet hier definitiv auf der Aufwärtsseite unterwegs ist. Das ist, denke ich, jedem klar. Und auch, dass hier diese charttechnische Ausprägung dieser Aufwärtsbewegung auch wirklich verhältnismäßig relativ sauber vonstatten gegangen ist. Ja, also guckt man sich das mal an, dann ist diese generelle Bewegung hier eigentlich lehrbuchhaft mit einer schönen Ausprägung nochmal nach oben hier. Und jetzt generell sind wir ja jetzt hier einfach nur wieder in einem Rücksetzer. Und jetzt wieder auf dem Weg nach oben, dass diese Bewegung sich natürlich hier erneut weiter nach oben fortsetzen kann. Also erstmal etwas sauberer alles als im Euro-US-Dollar. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem, und wie gesagt, diesen Punkt sollte man sich dann in der Euro-US-Dollar-Analyse jetzt nochmal anschauen. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier irgendwo so ein bisschen, Moment, nein, das sollte kein Fall werden, haben wir nichtsdestotrotz auch so ein bisschen diese Seitwärtszone.
Ja, wobei es, wie gesagt, charttechnisch hier alles etwas sauberer aussieht, aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch seit 2, 2,5 Monaten eine Phase, wo der Markt nach oben über den 1,42,50er Bereich in etwa nicht drüber hinauskommt und unten den Bereich 1,38 nicht nennenswert nach unten durchschreiten kann. Das sind immerhin auch wieder 300 Pips, ja, aber die charttechnischen Bewegungen in dieser Bewegung sind einfach generell etwas sauberer, wobei die letzte Handelswoche gestartet hier wirklich, also hier habe ich dann auch in den Livestreams immer gesagt, britischer Pfund gefällt mir aktuell wirklich nicht, ja, weil dieses Hin und Her hier, das zeigte sich auch schon am Anfang und man merkt das da ja dann auch immer so ein bisschen, es ging langsam los, ich mache mal die Pfeile ein bisschen dünner, Moment, es ging, nein, Moment, zack, zack. So jetzt. Also es ging langsam los, ja, denn fächerte sich hier diese Bewegung immer mehr auf, ja, und dann kam irgendwann so ein bisschen mal kurz der Bruch nach unten und also das ist charttechnisch natürlich extremst unsauber. Und was will man jetzt hier machen? Chart, also trendfolgend kann man mal voll knicken in diese Bewegung, ja. Und das zeigte sich auch schon relativ zügig, somit habe ich hier, ich weiß gar nicht, ob im britischen Pfund letzte Woche überhaupt einen Trade gemacht habe, muss ich nochmal gucken, weil hinzu, doch habe ich, einen Trade habe ich gemacht und der ging in die Grütze und ich habe hier diese untere Grenze versucht zu kaufen und dann kam diese große Bewegung, genau, jetzt erinnere ich mich, zack, ich habe hier dieses Unterstützungsniveau gesehen, mit dem Gedanken, dass wir da eventuell wieder halten können. Sehr, sehr kleines Risiko. Der Gedanke war, dass dieses Unterstützungsniveau hier rote Kerze hält und der Markt erneut nach oben wegzieht. Das passierte dann nicht, er rutschte nach unten weg. Hier hatte ich einen Long Trade, der mit kleinem Risiko und halber Positionsgröße hier dann schief ging. Und das war es dann auch. Prinzipiell ist ja die Analyse und war sie auch in der vergangenen Woche. Wir haben hier den 1,40er Bereich, das ist in etwa, Moment, zack, das ist in etwa, Moment, das ist in etwa, selber nochmal kurz gucken, ja doch, es ist in etwa diese Zone. Das ist hier das kernunterstützende Niveau für die Long-Seite in der vergangenen Woche gewesen. Ja? Das sind wir immer wieder angelaufen, dann ging es gerade mal in die nächsten Widerstände hier rein, immer wieder zurück. So, und dann hatte ich hier den nächsten Run, wollte ich im Prinzip hier nochmals kaufen. So, das hat prinzipiell zwar hier ist das nicht so schlecht gewesen, aber im Endeffekt hat sich hier nichts nach oben nennenswert bewegt, was dann auch die Überlegung gewesen wäre, wenn wir hier rüberkommen. Und das habe ich auch nach wie vor auf dem Schirm. Also wenn der britische Pfund jetzt hier, und da sind wir ja knapp davor, diesen Bereich um die Marke 1,41 nach oben verlässt, dann wird auf jeden Fall die Aufwärtsseite wieder etwas interessanter. Und hier definitiv, und das kann ja schnell gehen, eben wieder ein Kandidat für Käufe. Prinzipiell zeigte sich aber in der vergangenen Woche, dass hier zwischen 40 und 41 der Markt seitwärts tendierend ist und das eben immer unschön ist zu handeln. Ja, jetzt sind wir wieder am oberen Bereich, jetzt kann es durchaus sein, dass wir hier wieder runterlaufen. Also hier unten 40er Bereich erneut, auch für die kommende Woche immer eine Zone des Kaufens. Sollten wir über 1,41 gehen, wird es etwas klarer für die Aufwärtsseite und hier unten definitiv auch wieder erneut nochmals die Möglichkeit zum Kaufen. Zwischen 1,40 und 1,39 wird es dann etwas kritischer, wobei ich aktuell dann schon sagen muss, wenn wir hier dieses Unterstützungsniveau, und da haben wir jetzt aktuell auch so ein kleines, fast doppelten Boden, das ist dieser Bereich und das ist dieser Bereich. Ja? Prinzipiell war es ja so in der vergangenen Woche, dass ich gesagt habe, wir haben hier unten diesen 1,39er Bereich, ja, das war hier auch so massives Unterstützungsniveau und wir hatten in der Vergangenheit hier auch so ein bisschen hin und her zwischen 1,39 und 1,40, aber jetzt würde ich schon sagen, der Bruch von 1,40 nach unten, erstmal vorsichtig, ja, hier kann auch mal noch eine Reaktion stattfinden, aber dann würde ich hier schon eben dann auch die Abwärtsseite in Richtung des Bruches dieser beiden Tiefs hier ganz gerne mal antizipieren, ja, mal gucken, wie man das Ding eventuell erwischt, erstmal in den Bereich 39,40 beziehungsweise in den unteren Bereich 1,39. Und wenn wir jetzt hier dann drunter laufen, unter die 39, dann wird es hier eben auf der Abwärtsseite auch wieder erstmal etwas interessanter. Und da müssen wir auch gleich nochmal ganz kurz das Bild ein bisschen größer ziehen. Dann wird es hier ebenso wie im Euro-US-Dollar interessant. Da könnte sich dann doch ein bisschen mehr Bewegung, umso tiefer wir rutschen, eben dann auch vom Momentum her etwas ergeben, all dieweil.
Schaut mal, also wenn wir hier diesen 38er, wir sind ja jetzt hier, haben ja eben unser Szenario aufgebaut nach unten in Richtung 1,38. Wenn wir jetzt hier, Moment, schaut mal, wir haben zwar hier noch dieses Tief, aber prinzipiell ist einfach dieser Bereich hier, 38, ist so ein kernunterstützendes Niveau. Und dieser letzte Aufwärtsmove hier gestartet mit dem Breakout über 1,36. Moment, zack, diese letzte Kernaufwärtsbewegung in Richtung dieses 38er Niveaus, die ging ebenfalls wie im Euro-US-Dollar sehr, sehr schnell. Und das bedeutet, dass es auch gerne, oder gerne ist ein blöder Ausdruck, dass es dann auch oft genauso schnell oder in ähnlicher Ausprägung nach unten geht. Somit, wenn wir jetzt hier nach unten uns aufbauen, ich habe das ja gerade eingezeichnet, kann man nochmal zurückspulen, den 38er Bereich nach unten durchreißen, dann kann es auch hier zu einer Momentumbewegung in Richtung 1,36 kommen. Ich meine, wir sind aktuell bei 1,41. Wir haben zwar eine etwas erhöhte Schwankung hier im britischen Pfund als im Euro-US-Dollar. Das ist jetzt nicht das Szenario, was ich jetzt so bis wirklich in den nächsten 5 Handelstagen sehe. Aber vom Kern ist eben diese Bewegung hier in den nächsten 1, 2 Wochen vielleicht denkbar. Auf der Abwärtsseite mal gucken, wie es dann im Endeffekt läuft. Und wenn wir wieder etwas höher steigen, dann wird es interessant auf der Aufwärtsseite. Zum einen erreichen hier 1,42,50 bis dann eben auch zum Hoch 1,43,50 und dann eben auch neuer Bewegungshoch. Das zur Analyse für den britischen Pfund. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Freund, der uns oder mir persönlich auch in den vergangenen Wochen nicht so große Gefallen getan hat. Zum einen war die Analyse nicht schlecht, dann bin ich in den Trade nicht so richtig reingekommen. Dann hat es mich teilweise auch ein bisschen ungünstiger rausgeschmissen. Nichtsdestotrotz hatten wir schöne Trades, zum einen mal auf der Abwärtsseite, dann hier mal auf der Aufwärtsseite. Aber ich habe dann teilweise auch hier, wir sehen das, dass es ähnlich wie im Euro-US-Dollar ist, im Gold wir prinzipiell eine sehr volatile Seitwärtsphase haben. Das Bild, man könnte jetzt hier den Euro-US-Dollar und das Gold nebeneinander legen und man wird sehen, dass das generelle Bild, also Seitwärtsphase aktuell seit Anfang oder seit Januar diesen Jahres und vorher halt eine Aufwärtsbewegung und das ist ja ähnlich wie im Euro-US-Dollar. Ja, wir kamen auch vorher von unten und sind jetzt hier seit ein paar Monaten in einer Seitwärtsphase drin. Somit ist das eben generell vom Handel auch hier mit etwas Vorsicht zu genießen. Wir hatten dann mal die Abwärtsseite auf dem Schirm. Ich hatte dann hier auch Swing Trades offen. Wir hatten dann die Aufwärtsseite auf dem Schirm. Hier hatte ich auch eine schöne Bewegung mitnehmen können. Habe aber in beiden Fällen etwas zu hoch gepokert. Hatte hier damit gerechnet, dass wir vielleicht den Break nach unten bekommen. Wir sind nicht ganz dann in die Zielzonen gelaufen, was da bedeutete, dass ich hier eben in dem Rücklauf dann wieder rausgeflogen bin. Trotzdem eben ein Plus produzieren konnte. Auch nicht so schlecht auf der Abwärtsseite. Und dann hatte ich die gleiche Überlegung mit dem Break nach oben hier. Oder ich hatte hier in dem Rücksetzer, musste jetzt gucken, ob das der hier war, die Aufwärtsseite recht gut erwischen können. Habe dann hier aber auch noch so ein bisschen mehr gepokert, habe dann eben gesagt, okay, lass den Stop noch ein Stück weiter weg, mit dem Gedanken, dass wir vielleicht übergeordnet Swing Trading, mit Swing Trading Gedanken eben die Oberseite verlassen. Das hat auf beiden Seiten nicht so funktioniert, sprich, ich habe von meinem Buchgewinn immer noch mal einen Hauch mehr abgeben müssen, als man das vielleicht ohne den Gedanken des Durchbruchs dann gemacht hätte. Aber trotzdem hat man hier eben Gewinne produzieren können. Aber auch hier diese Schwankungsamplitude zieht sich mittlerweile immer mehr und immer mehr zu. Und wir haben die letzte Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung. Und jetzt wird diese Schwankung hier immer kleiner, was jetzt auch nicht so schön ist. Und wir haben nach wie vor die Mitte. Ich hatte es zwar in der letzten Woche dann auch schon so ein bisschen relativiert, diesen 13,35, 13,36er Bereich. Das war in der Vergangenheit, wir sehen das hier vorne, wirklich so ein Bereich, wo sich sehr, sehr viel entschieden hat, wo die Aufwärtsseite interessant wurde, sobald wir drüber gegangen sind. Das hat am Anfang nicht gleich so schön funktioniert, aber dann war es hier immer mal interessant, über dieser 35er-Zone die Aufwärtsseite zu handeln. Das war dann auch hier noch interessant. Aber dann wurde es mehr und mehr, dass wir etwas darüber dann die Kehrtwendung wieder schafften und es dann darunter auch des Öfteren interessant wurde auf der Abwärtsseite. Und können wir hier erstmal so. Also diese 35 wurde dann in der Vergangenheit dann schon so ein bisschen erstmal nach oben in den 13,40er Bereich im Prinzip verschoben.
Aber ich würde jetzt auch für die kommende Woche dann doch sagen, erstmal 13,35 für die Abwärtsseite interessant. Also solange der Markt da drunter bleibt, würde ich nach wie vor schauen, wenigstens in den 13er Bereich runter zu handeln. Würde auch hier schauen, eben umso tiefer wir rutschen, beziehungsweise wird es umso eindeutiger. Ich mache das nochmal weg. Wir haben jetzt hier, Moment, auch nochmal, Moment, ich ziehe das nochmal ein bisschen zusammen, das Chartbild. So, wir haben jetzt ja hier quasi wie so einen doppelten Boden. Ja, und solange wir hier, wir sind ja knapp dran, solange wir jetzt unter diesem Bereich bleiben sollten, 13,35, 13,36, ja, das sind so hier diese Zone hier, würde ich, wie gesagt, die Abwärtsseite erstmal nicht so schlecht finden. Erstmal vorsichtig in Richtung 25, in Richtung 20. Das sind so die ersten Ziele. Und wenn wir dann hier durchrutschen, durch den 20er-Bereich, wo jetzt natürlich erstmal ein paar Stops liegen, dann ist es auch schnell denkbar in Richtung 13, beziehungsweise was immer noch mein Ziel war, der 05er-Bereich. Ich bin prinzipiell übergeordnet fürs Gold Long eingestellt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht im Daytrading hier auch gerne die Abwärtsseite handle. Ja? Und wenn wir hier dann den 35er-Bereich nach oben durchstoßen, dass man dann eben schaut, auf jeden Fall erstmal zwischen 35 und 40 ein bisschen vorsichtig, ja, weil das sind dann eben die nächsten Hochs, die dann hier kamen. Und wenn wir dann eben sukzessive hier wieder drüber steigen, dann wird hier erneut auch die Aufwärtsseite immer wieder interessant. Definitiv auch denkbar 13,57 hier als Hoch, beziehungsweise der 50er-Bereich vorab erstmal und dann den 57er-Bereich als Hoch durchaus interessant. Und somit würde ich dann auch peu à peu wieder anfangen, die Aufwärtsseite zu handeln. Ich werde meine generelle Long-Überlegung im Gold jetzt nächste Woche nochmal als Swing-Trading-Idee vorstellen. Ganz kurz abschließend, bevor wir zu den Ölen kommen. Wir sind auf Wochenbasis in den letzten Monaten, muss man ja sagen, und fast Jahren. Moment, wir sind ja generell aufwärts tendieren, erholt, aufwärts, runter, aufwärts. Und jetzt haben wir hier diese Seitwärtszone. Ja. Und generell ist es eben oft so oder ganz gerne so, dass dann in dem generellen Aufwärtstrend solche Schiebezonen dafür genutzt werden, um Kraft zu tanken, um dann eben den erneuten Stoß nach oben zu finden. Ja. Und somit habe ich hier einen Ausbruch antizipiert. Das sieht jetzt auf einem kurzfristigen Chart relativ ungünstig aus, aber der Einstieg hier ist ein Antizipieren dieses Breakouts nach oben mit dem Stop. Weit und also nicht weit, aber schon ein Stück unter dieser Seitwärtsschiebezone. Und hier ist aber wirklich jetzt dann eben als Ziel, dass der Markt etwas wirklich schärfer nach oben in Richtung 1500 geht. Ja, das ist wirklich ein Ziel, was natürlich ein ganzes Jahr auch dauern kann, mitunter. Aber das stelle ich jetzt dann bei Gelegenheit nochmal vor. Kommen wir abschließend, und meine Stimme verabschiedet sich auch so langsam, zu den Ölen. Prinzipiell sind die Öle, ich habe es hier im Brent mal dargestellt, auf dem Tageschart. Wir sind generell aufwärts tendierend, das ist hier ganz klar. Wir können uns das eben dann auch nochmal etwas kurzfristiger hier im Tageschart etwas zusammengezogener im WTI anschauen. Also auch hier ist es klar, dass wir prinzipiell aufwärts gerichtet sind. Wir hatten auch in den Ölen immer mal wieder Richtungswechsel drin in den vergangenen Wochen. Da war es mal eine Woche, wo es aufwärts ging, dann wieder eine Woche, wo es abwärts ging. Dann hatten wir vorletzte Woche aufwärts und vergangene Woche erstmal hier wieder abwärts oder vorvorletzte Woche aufwärts, seitwärts. Und jetzt hatten wir wieder ein paar Tage, wo die Öle auf der Abwärtsseite gepusht sind, was jetzt dazu führt. Und ich switche ja dann immer in der Ölanalyse zwischen Brent und WTI hin und her. Man sieht in beiden Ölen, hier haben wir das ganz lange Bild, wir sehen aufwärts, aber wir sehen in beiden Märkten zum einen, dass wir hier oben auch wie so ein Doppeltop haben. Das sieht man in beiden Märkten. Was jetzt natürlich, wir wissen es nicht, als Doppeltop stehen kann und das jetzt dann ein Indiz dafür ist, dass die Öle gegebenenfalls hier jetzt etwas übergeordnet die Abwärtsseite antreten. Ja. Oder dass einfach dieses Doppeltop aktuell nur wie ein Doppeltop aussieht und der Markt eben natürlich hier neue Hochs ausbaut. Beides natürlich denkbar. Aber ich muss jetzt natürlich schauen, dass ich hier auf irgendeine Art und Weise beide Szenarien im Hinterkopf habe und gucke, okay, wie könnte ich die Abwärtsseite handeln oder auf welche Art und Weise die Abwärtsseite und auf welche Art und Weise die Aufwärtsseite. So, Moment.
machen wir das jetzt mal hier etwas wieder zusammenziehend. Also, prinzipiell ist es hier im Brent der Bereich um die Marke 68, der für mich jetzt erstmal kriegsentscheidend ist. Wir hatten vorher ja schon mal so eine Phase, da ist eben erstmal abwärts, volatil abwärts, etwas volatiler aufwärts und dann hatte sich hier der Markt so ein bisschen zusammengezogen, wo wir dann unten oben Trendlinie gezogen haben. Ich dann gesagt habe, okay, der Break nach oben oder unten könnte etwas volatiler vonstatten gehen. Das hat dann auch funktioniert in den nächsten Widerstandsbereich und jetzt sind wir hier leicht nach unten tendierend, was natürlich dazu führen kann, dass wir wieder, das macht der Markt dann eben auch ganz gerne, wenn er nicht so richtig die Richtung weiß, wir hatten dann hier dieses Zusammenziehen des Marktes, da haben wir hier in dem Bereich knapp unter 65 so diese Mitte gehabt, wo der Markt sich dann ja hier so ein bisschen darum, im Prinzip um diese Marke, ja, und das ist exakt so die Mitte, wo der Markt sich erstmal so zusammengezogen hat, um dann eben den Break nach oben zu kriegen. Somit ist es durchaus realistisch, dass Öl oder hier eben Brent, und das sieht ja ähnlich im WTI aus, wobei die untere Marke hier mehr eine Linie ergab und das nicht sich ganz so zusammengezogen hat, aber es ist durchaus erstmal realistisch, dass Öl wieder in den 65er Bereich hier zurückkommt, beziehungsweise dass Brent wieder zurückläuft und wenn wir dann hier sind, sich natürlich dann auch die Bewegung, die dann eben wirklich klar wieder abwärts ist, auch in Richtung hier dieser Tiefs von Anfang Februar eben vollzieht. Das für die Abwärtsseite. Somit würde ich im Öl aktuell aus aktueller Situation hier wirklich diesen 68er Bereich, beziehungsweise vielleicht auch noch knapp drüber, so als richtungsentscheidenden Bereich sehen. Alles, was da drunter ist, würde ich nach wie vor auf der Abwärtsseite handeln wollen. Erstmal primär. Erstes Ziel 65, da haben wir eben ein bisschen Puffer. Sollten wir da drüber kommen, dann ist hier, wir haben es hier drüben grau eingezeichnet, erstmal so ein Bereich, wo auch hier mehr oder weniger die Hochs gefunden sind oder die Schlusskurse auch teilweise gefunden sind. Ich zeichne erstmal von hier drüben anfangend. Moment, das sollte jetzt. Also hier diese Schiebezone. Ja, die würde ich ungern handeln wollen. Erst den Bruch nach oben, dann auf der Long-Seite. Also erst, wenn wir dann hier drüber kommen, wird es für die Long-Seite nachhaltig interessant. Dieser Bereich hier zwischen den Marken gut 68 und dann hinauf bis 69, 80. Das ist dann wieder so eine Seitwärts-Schiebezone, die ich ungern handeln würde, weil da hatten wir hier dann schon mal hin und her. Und da kann man eben auch nicht so viel drin gewinnen und verdienen. Ja. Und dann hatten wir das wieder in diesem Bereich, dass die Kernbewegungen hier stattgefunden haben. Also wenn wir da reinkommen, erstmal wieder vorsichtig. Wenn wir da drüber kommen, langsam anfangen, die Long-Seite zu handeln. Und aktuell erstmal der Weg nach unten. Und dann kann es natürlich auch sein, dass wir uns hier wieder anfangen, hoch zu bewegen. Und dann muss man situativ in den Tagesanalysen dann schauen, okay, wo sind denn die Sequenzen, fallender Tiefs und fallender Hochs, gegebenenfalls auf kleinere Zeiteinheiten gebrochen, um dann wieder in Richtung nach oben vielleicht zu handeln, weil das nächste Ziel dann für die Aufwärtsseite, da wird es hier wirklich interessant, wie verhält sich der Markt in dem Unterstützungsniveau um die Marke knapp unter 65. Vielleicht geht es dann auch hier langsam wieder nach oben, dann wäre es vielleicht dann auch eine Überlegung, dann vielleicht dann wieder die Longseite zu handeln, aber dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal hier runterrutschen. Vorher würde ich nicht kaufen wollen. Und sobald wir unter gut 65 oder knapp 65 sind, dann sowieso nicht mehr kaufen, weil dann ist die Abwärtsseite hier klar. Und ähnlich sieht es eben im WTI aus. Ja, wir haben hier aktuell erstmal auch übergeordnet, und das kann man jetzt sehr, sehr kurz fassen, übergeordnet klar long, zack, zack, zack. So, und wenn wir jetzt, solange wir hier nicht drunter laufen, sind wir übergeordnet erstmal noch long gerichtet. Also hier über 63,40 würde ich, da würde ich sogar im WTI vielleicht nochmal die Aufwärtsseite relativ zügig handeln wollen. Ja, weil hier auch alles generell etwas sauberer aussieht. Aber trotzdem so ein bisschen Vorsicht, aber ich wäre, wenn ich kaufen möchte oder wenn jemand kaufen möchte, dann im WTI über dem Bereich eben 63,40 hier, wo man nochmal in Richtung, auf jeden Fall in Richtung der 66,50 handeln könnte. Da hat man ja auf jeden Fall ein bisschen Puffer, allerdings darunter auch hier die Abwärtsseite erstmal interessant. Wir haben hier nochmal so einen Schiebezonenbereich, das ist hier dieses, was im Brent im Prinzip dieses Dreieck war, was man hier so, Moment, habe ich jetzt Striche? Ja. Da hat man hier dieses Dreieck eingezeichnet und dann hatte man hier aber die Tiefs auch nochmal so. Das ist hier nur so ein Unterstützungsniveau gewesen, was im Prinzip auf einer Linie war. Somit ist das Ziel auf der Abwärtsseite erstmal. Und wir hatten das auch hier schon im WTI, da hatte ich hier schon gesagt, okay, wenn es nach unten geht,
Statt nach oben, also wenn hier der Break nach unten kommt, dann ist es hier auch schnell denkbar, dass es eben das WTI im Bereich 58 landet. Und somit wäre es jetzt auch hier erstmal meine Analyse, mein Ziel, dass der Markt zum einen den 60er-Bereich anläuft, hier erstmal vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückläuft, um dann eben erneut den Anlauf zu nehmen, um hier wenigstens die Bewegungstief von Anfang Februar zu erreichen. Und das ist definitiv denkbar, definitiv möglich. Und das wäre jetzt auch erstmal meine grobe Analyse. Wichtig hier die Reaktion 60, das ist ja auch eine psychologisch wichtige Marke. Gucken, wie der sich hier verhält. Vielleicht kann man hier auch antizyklisch, ähnlich wie im Brent, dann vielleicht mal die Long-Seite versuchen. Und, also von daher, das natürlich hier auch denkbar, aber antizyklisch, teilweise mit Gewinnmitnahmen sollte man agieren, etc. Und dann muss auch man auch sehen, wie dann die Abwärtsbewegung vorher ausgesehen hat, ob sich dann hier ein Kauf überhaupt lohnt und charttechnisch überhaupt Sinn macht. Gut, heute etwas länger als sonst, die Trading-Woche-Analyse fast 10 Minuten, Viertelstunde länger als sonst. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall Good Trades für die kommende Woche. Wie gesagt, wer Lust und Laune hat, am Freitag auf der Invest bin ich live beim Live-Trading zu sehen. Mal gucken, welche Märkte wir handeln, was sich da am Freitag anbietet. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades für die kommende Woche und ich freue mich auf die Livestreams in der kommenden Woche mit euch zusammen. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.